Cool. Und zwar ist das die U20 über die 99 cm Hürden. Nick Rüegg, gross im Bild, vom LC Schaffhausen gewechselt zu Netzsport Club Leichtathletik Amriswil. Und Liam Müller, LAC TV Unterstrass auf der 5. Bahn. David Joven startet auf der Bahn 2, Joel Winterberg auf der Bahn 3. Joel Winterberg haben wir schon gesehen über die 100 Meter. Und Nick Rüegg, er sicher der große Favorit in diesem Feld mit einer Zeit von 13,67, die er über diese Hürdenhöhe schon gelaufen ist. David Joven vom TV St. Peter Zell auf der 2. Bahn, ein guter Mehrkämpfer. Und wie wir von Silvan Vicky ja auch schon gehört haben, die Verhältnisse für die Sprintstrecken sehr gut. Zurzeit ein bisschen wechselnd die Winde, aber wenn es dann eine Brise von hinten gibt, dann kann das durchaus zu schnellen Zeiten führen. Und Nick Rüegg schon an der ersten Hürde in Front. Er wird dieses Rennen souverän nach Hause laufen in seinem unverkennbaren Stil. Kopf leicht nach links geneigt. Zieht das durch und gewinnt in 13,86. Eine gute Zeit für Nick Rüegg, nicht ganz an seine persönliche Bestleistung herangelaufen. 13,86, die inoffizielle Siegerzeit. Da sind wir gespannt dann noch auf die offizielle. Die wird vielfach noch eine oder zwei Hundertstel nach unten korrigiert. 13,85. Somit Saisonbestleistung für ihn.